herzlichen Dank an Julia Radke, die natürlich das Feld nun geöffnet hat für das Vortragsthema von Sebastian Weinert, der anhand der Ausstellung des Deutschen Hygienemuseums, also Körper- und Gesundheitsdiskurse im frühen 20. Jahrhundert über die Eugenik zur NS-Rassenhygiene noch einmal im Detail nachzeichnen wird. Dr. Sebastian Weinert ist Historiker. Er hat Geschichte, Germanistik, Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Berlin und in Heidelberg studiert. Er hat promoviert über Gesundheitsausstellungen vom späten Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus und sich hier auch intensiv mit der Geschichte dieses Hauses, mit dem Deutschen Hygienemuseum, befasst. Hervorgegangen ist daraus die Veröffentlichung Der Körper im Blick. Er ist inzwischen als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Fürst-Donnersmarck-Stiftung in Berlin tätig. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderung und für eine inklusive Gesellschaft einsetzt. Ja, ich würde Sie nun einladen, nach vorn zu kommen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Perfekt. Hört man mich? Ich fühle mich immer zu groß für dieses Mikrofon. Ich kann mir das auch hochdrehen. Kein historischer Vortrag ohne Wie geht die Technik? So geht die Technik. Hervorragend. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, weil ich es unheimlich wichtig finde, dass man sich mit Themen wie Rassismus, wie Fremdenfeindlichkeit, aber auch mit der Ausgrenzung sogenannter Minderwertiger beschäftigt und dabei sowohl die eigene Geschichte als auch die Zukunft und die Gegenwart in den Blick nimmt. Und das ist ja eigentlich das Ziel des heutigen Themenabends. In den kommenden ungefähr 30 Minuten möchte ich Sie auf eine Reise mitnehmen, die uns von hier, von Dresden über Berlin, über die Wunder des Lebens unter anderem auch, bis in die USA und wieder zurückführen wird. Dabei folge ich den Spuren dieses Hauses eben von der ersten internationalen Hygieneausstellung 1911 bis hin zur Ausstellung Das Wunder des Lebens von 1935, eine Ausstellung, von der die Zeitschrift Mittelschule des Nationalsozialistischen Lehrerbundes sagte, ich zitiere, wir haben diese Bilder des Elends und des Grauens, diese Erbkranken hinter Anstaltsmauern wiederholt gesehen, aber sie müssen der breiten Öffentlichkeit immer gezeigt werden, um darzutun, dass unsere Hauptsorge den Erbgesunden, nicht aber diesen hoffnungslos Entarteten, angehören muss. Ferner, dass es eine Pflicht der Selbsterhaltung für das deutsche Volk ist, diese Verblödeten und Vertierten von der Zeugung von Nachkommenschaft auszuschließen. Und damit bin ich gerade im Grunde mitten im Thema, beim Thema rassenhygienische Ausstellungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch nochmal bei dem Hinweis, dass wenn wir über dieses Themenfeld sprechen, wir einerseits auch über Rassismus sprechen, aber dass wir auch immer über ein Themenfeld sprechen, das sich noch an ganz andere Minderheiten richtete, zum Beispiel Menschen mit Körperbehinderungen, Menschen mit geistigen Behinderungen und Ähnliches. Dafür werde ich jetzt im Folgenden ganz kurz die Gründungsgeschichte oder Vorgeschichte der Hygieneausstellung und dann auch ein bisschen des Hygienemuseums darstellen und anschließend zeigen, wie auf den unterschiedlichen Gesundheitsausstellungen im Kaiserreich, der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus eugenische sowie rassenhygienische Inhalte präsentiert wurden. Die erste internationale Hygieneausstellung, Sie alle kennen dieses Bild, entstand eigentlich oder die Idee dafür entstand um die Jahrhundertwende, an der Kreuzlinie von drei Entwicklungen, die ich jetzt ganz kurz skizzieren möchte. Das ist nämlich erstens der Aufstieg der Medizin zu einer der gesellschaftlichen Leitwissenschaften, die ganz oft mit dem Namen Robert Koch verbunden wurden. Denn insbesondere die Begründung der Bakteriologie durch eben Koch war sehr stark verbunden mit der Hoffnung auf ein Leben ohne Krankheiten. Und die Bedeutung, die die Bakteriologie für dieses öffentliche Ansehen der Medizin hatte, lässt sich meines Erachtens ganz gut daran erkennen, dass Mikroskope ganz häufig zu den zentralen Exponaten dieser Gesundheitsausstellung gehörte. Das ist hier ganz schön zu sehen, eine Gruppe der internationalen Hygieneausstellung von 1911. Und im Vordergrund sind ganz viele Mikroskope, durch die die Besucher es schauen konnten und dann eben selbst Bakterien sehen. Oder Präparate, besser gesagt. Schnell wurde jedoch auch deutlich, dass die neuen medizinischen Interventionsmöglichkeiten Krankheiten
eben nicht dauerhaft verhüten können. Vor allem würden sie aber den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung ohne die Mitarbeit von Individuen nicht nachhaltig verändern. Krankheiten können eben nicht immer nur reaktiv kuriert werden, sie müssen durch individuelle Verhaltenssteuerung präventiv vermieden werden. Es brauchte also der Compliance, so der neumodische Wort, des Einzelnen, um langfristig eine Verbesserung des Gesundheitszustandes, zum Beispiel der Bevölkerung, zu erreichen. Neben die Bakteriologie trat unter anderem die Sozialhygiene, die dazu beitragen sollte, vor allem die negativen Begleitumstände der Moderne auszugleichen, die sich im Zuge der Industrialisierung in zunehmend verschlechternden Arbeitsbedingungen der Bevölkerung, aber auch die Urbanisierung mit ihrer extremen Enge, die ideale Voraussetzung für die Verbreitung von Ansteckungskrankheiten wie zum Beispiel der Tuberkulose war. Denn der Gesundheitszustand der Bevölkerung war um die Jahrhundertwende auch zu einem wichtigen Interventionsfeld von Politik und dann spätestens auch in der Weimarer Republik auch zu einer Quelle politischer Legitimation geworden. Die modernen Massenheere, die Einführung der sozialen Sicherungssysteme, aber auch der ökonomische Wachstum, der ja eben auf Arbeitskraft beruhte, machten den kollektiven Körper und dessen Zustand zu einem zentralen politischen wie gesellschaftlichen Bezugspunkt. Zweitens war die Jahrhundertwende die Phase, in der sich insbesondere die Naturwissenschaften stark auszudifferenzieren begannen. Und dies führte zum Auftreten eines neuen journalistischen Genres, auch unterstützt durch die aufkommende Massenpresse in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, nämlich der Wissenschaftspopularisierung, die vor allem naturwissenschaftliches Wissen übersetzte, vereinfachte und damit einer breiten Masse zugänglich machte. Die dritte Entwicklung ist das Ausstellungswesen. Dieses erlebte gerade seit der Great Exhibition in London 1851, der ersten Weltausstellung, einen außerordentlichen Aufstieg. Danach kam es regelmäßig zur Durchführung weiterer Weltausstellungen, kleinerer und größerer Gewerbeausstellungen sowie wissenschaftlicher Fachausstellungen mit unterschiedlichen Themen. Die Gesundheitsausstellungen oder die deutschen Gesundheitsausstellungen, unter denen eben die internationale Hygieneausstellung Dresden von 1911 die erste war, sind Teil dieser Geschichte. Karl August Lingner, den ich an diesem Ort nicht vorstellen muss, glaube ich, setzte mit seinem Projekt nämlich an diesen drei Strömungen an. Er verband das Ausstellungswesen mit der Idee der Wissenschaftspopularisierung und der Medizin. Sein Ziel war eine wissenschaftspopularisierende internationale Großausstellung mit medizinisch-naturwissenschaftlicher Grundausrichtung. Die deutsche Variante der Weltausstellung, würde ich sagen. Ich kann aus Zeitgründen da jetzt nicht ganz intensiv drauf eingehen, möchte aber ganz kurz zumindest hervorheben, dass Lingner gerade am Anfang, als er diese Idee hatte, überhaupt keine Freunde fand. Zumindest nicht besonders viele. Und es ihm sehr schwer gefallen ist, Unterstützer für sein ehrgeiziges Projekt zu finden, sodass er die ursprünglich für 1908, 1909 geplante Ausstellung auf 1911 verschieben musste. Der große Erfolg der Schau, 5,5 Millionen Besucher in der Zeit von Mai bis Oktober 1911, 320.000 Quadratmeter Ausstellungsareal, 75.000 Quadratmeter umbauter Raum, hier noch einmal schön zu sehen, war für die Zeitgenossen damals nicht vorhersehbar. Es war Lingner selbst beschrieb die Aufgabe der Ausstellung damit, ich zitiere, erstens dem Hygieniker von Fach, den Ärzten, den Verwaltungsbeamten, den Staatsfunktionären, den Lehrern, Ingenieuren, Nationalökonomen die neuesten hygienischen Forschungsergebnisse vorzuführen. Zweitens die Bevölkerung hygienisch aufzuklären und damit den Sinn für Gesundheit und Hygiene in der großen Masse des Volkes zu verbreiten. Die Schau war damit einerseits noch ganz an klassische Fachausstellungen angelehnt, indem sie eben eine wissenschaftliche Abteilung für Fachleute und eine populäre Abteilung hatte und dies auch voneinander trennte. Das ist hier ganz schön zu sehen. Das ist der Eingang zur wissenschaftlichen Abteilung. Diese starre Trennung wurde dann später aufgehoben, spätestens dann 1930 mit der zweiten internationalen Hygieneausstellung. Vor allem diente die Schau aber zumindest in der Außendarstellung der hygienischen Aufklärung der Gesellschaft, wie Lingner das in seinem Programm für die geplante Ausstellung formuliert hatte. Denn er und seine Mitstreiter wollten mit der Ausstellung nicht nur Wissenschaft fördern,
Sie wollten durch die Vermittlung medizinisch-naturwissenschaftlichen Wissens Verhaltensänderungen provozieren. Denn, darauf hatte ich ja schon hingewiesen, sie hatten erkannt, dass das individuelle Gesundheitsverhalten des Einzelnen ganz entscheidenden Einfluss auf dessen körperlichen Zustand hatte. Und da aber, ich zitiere, der Staat nichts weiter ist als eine Menschengemeinschaft, deren Wohlfahrt, deren Glück und deren Dauer von der Beschaffenheit der einzelnen Individuen abhängig ist, dürften diese, so ließ sich im Katalog der Hygieneausstellung nachlesen, nicht wie das Unkraut auf dem Felde aufwachsen, sondern müssten planmäßig kultiviert werden. Ganz ähnlich argumentierte er dann später auch im Kontext der Entstehung dieses Hauses, des Hygienemuseums Dresden, das 1912 entstand. Und der Ausstellungsbau, das haben wir schon gehört, kam dann erst 1930. Denn die Aufgabe des Hauses sollte sein, durch diese gesundheitliche Aufklärung den körperlichen Zustand des Einzelnen und damit dann mittelbar auch der gesamten Bevölkerung zu verbessern. Lingners Aufmerksamkeit galt damit eben nicht nur dem individuellen, sondern auch dem kollektiven Nutzen der hygienischen Volksbelehrung. Und an diesem Punkt treffen die Interessen des Individuums und des Kollektivs oder nationale Interessen in Bezug auf Gesundheit aufeinander. Ja, Gesundheit hat immer auch eine kollektive Dimension. In dem Moment, in dem ich ansteckend bin, weil ich eine Krankheit habe, oder auch in dem Moment, in dem ich Kosten verursache oder nicht produktiv bin. Dadurch stieg der Druck auf den Einzelnen, sich selbst gesund zu erhalten und zu verhalten. Die Dresdner Ausstellung von 1911, so fasste das der Sportmediziner Arthur Malwitz dann prägnant zusammen, hat uns gelehrt, dass wir in erster Linie alles zu tun haben, unsere Gesundheit zu erhalten. Öffentliche Gesundheitssysteme, Gesundheitspflege, soziale Sicherungssysteme, der Kampf gegen die Ausbreitung von Krankheiten, aber eben auch individuell betriebene Leibesübungen oder Körperpflege und gesundheitsbewusstes Verhalten wurden aus dieser Perspektive zu einer nationalen Aufgabe und galten als, Zitat, beste Gewähr für Deutschlands Zukunft. Ein guter körperlicher Zustand, Gesundheit und ein gesundheitsbewusstes Verhalten wurden so nicht mehr nur zu einem individuellen Recht, sondern zu einer Art Pflicht oder Verpflichtung. Und gleichzeitig, darauf hat Frau Radke schon hingewiesen, führten die hygienischen Volksbelehrer auf den Ausstellungen auch einen Idealkörper vor, so wie nämlich ein gesunder Körper auszusehen hat. Später in dem Gläsernen Menschen, auf der Hygieneausstellung 1911 zum Beispiel durch diese Figur, die eben auch sehr stark angelehnt ist an das Lichtgebet, das ja aus der Lebensreformbewegung sehr stark popularisiert wird und von der diese Pose sehr, sehr stark, glaube ich, beeinflusst ist. Der Blick auf den Körper hat dadurch ein differenzierendes Moment, unterscheidet nämlich zwischen denen, die den herrschenden Körperidealen entsprechen und denen, die das nicht tun. Und aus meiner Sicht ist gerade diese enge Verzahnung zwischen individuellem und kollektivem Interesse eine der wichtigsten Einfallsschleisen und Toren für die eugenischen und rassenhygienischen Tendenzen in der Gesundheitsausstellung. Denn diese bekamen dadurch ja einen ambivalenten Charakter, hatten sowohl inkludierende als auch exkludierende Momente. Und das ist eben aus meiner Sicht eines der zentralen Charakteristikum eugenischer Ideen, die eben auf vermeintlichen oder tatsächlichen physischen oder intellektuellen Eigenschaften beruhende Differenzierung zwischen unterschiedliche Gruppen, die jeweils dann mit Bewertung versehen wurden, also gut oder schlecht, höher oder minderwertige. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, nicht die Differenzierung an sich, sondern die damit verbundene Bewertung und Abwertung. Dieser Wille zur Differenz war natürlich nicht in der Schärfe, wie bei den Eugenikern, Rassenhygienikern und dann später dann im Nationalsozialismus eben auch in der Gesundheitsaufklärung angelegt. Und vielleicht ein Grund dafür, dass sich eugenische bzw. rassenhygienische Positionen von Beginn an in den Gesundheitsschauen wiederfanden. Und da fange ich dann an. 1911 auf der Internationalen Hygieneausstellung war nämlich die Eugenik bereits präsent. Die dortige Gruppe Rassenhygiene wurde von Max von Gruber, dem Nachfolger Max von Pettenkofers am Institut für Hygiene in München und Ernst Rüdin, zu diesem Zeitpunkt Assistent von Emil Kreplin und später dann Leiter des Münchner Kaiser-Wilhelm-Instituts für Psychologie, also zwei namhafte Wissenschaftler ihrer Zeit, gestaltet und stellten, Zitat, den ersten Versuch dar, die Tatsachen der Fortpflanzung, Vererbung und Rassenhygiene in allgemeiner und verständlicher Zusammenfassung vorzuführen. Inhaltlicher Ausgangspunkt der Gruppe war eine Darstellung der Grundlagen menschlicher Fortpflanzung.
sowie der Erblichkeitsregeln bei Tieren und Pflanzen. Im nächsten Schritt übertrugen Rudin und von Gruber das bisher Beschriebene auf Menschen, stellten die Vererbung normaler körperlicher Eigenschaften, Augen oder Haarfarben dar, um anschließend die Vererbung vorgeblich minderwertiger oder hochwertiger Eigenschaften zu thematisieren. Und direkt im Anschluss daran wird dann die angeblich drohende Degeneration der deutschen Bevölkerung durch eine überproportionale Vermehrung der angeblich Minderwertiger beschworen, ehe zum Abschluss die Eugenik als angewandte Wissenschaft präsentiert wurde, die die Lösung für die vorher aufgeworfenen Probleme anbietet. Wichtig erscheint mir, dass ich schon 1911 ganz schnell zeigte, dass diese Argumentationsstruktur anschlussfähig war an andere Positionen und Diskussionen. Die Gruppe wurde in einigen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln über die Ausstellung behandelt und große Überschneidungen zeigten sich zum Beispiel im Kontext Geschlechtskrankheiten, Mutterschaft sowie Alkoholkonsum und Alkoholismus. So hob Karl Wilker, der Vorstandsvorsitzende der Gruppe Alkoholismus, die erbliche Belastung durch Alkoholkonsum hervor und versuchte, die degenerative Wirkung des regelmäßigen Alkoholkonsums in die öffentliche Aufmerksamkeit zu rücken. Allerdings muss man konstatieren, dass diese Gruppe 1911 noch relativ klein war und in ihrer öffentlichen Wahrnehmung auch begrenzt gewesen ist, selbst wenn ich die fachliche Bedeutung nicht unterschätzen würde. Die Gruppe befand sich in der Halle 55, die relativ weit abseits vom Hauptgelände war. Das war ungefähr hier so und inhaltlich mit der Gruppe Kleidung und Körperpflege, Kinder und jugendliche Personen sowie Spiel und Sport jetzt nicht unbedingt an so einer sehr einschlägigen Ecke mit einem völlig anderen thematischen und inhaltlichen Zuschnitt. Auch der geplante, aber dann nicht verwirklichte Ausstellungskatalog, der 5 Bände umfassen sollte, da sollte die Eugenik erst im letzten Band überhaupt vorkommen. Ein Grund dafür mag die wenig ausstellungsgerechte Aufarbeitung der Inhalte gewesen sein. Die Gruppe war mit Statistiken, Stammbäumen und schematisierten Darstellungen durchzogen, die dem Besucher zwar die Wissenschaftlichkeit der Eugenik vorführte, aber eigentlich nur expertenverständlich war. Und ohne den begleitenden Ausstellungsführer, das räumte dann selbst Ernst Rudin später ein, war es dem auf dem Gebiete der Rassenhygiene für Fremderen unmöglich, den Inhalten der Tabellen und Tafeln zu folgen. Das ist natürlich schlecht für eine Ausstellung. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges änderte sich diese vergleichsweise geringe öffentliche Wahrnehmung der Rassenhygiene bzw. Eugenik dann aber doch grundsätzlich. Faktoren wie zum Beispiel eben der Erste Weltkrieg mit seinen zahlreichen Toten, der schlechte Gesundheitszustand der gesamten Bevölkerung oder eben auch die Ambivalenz des Weimarer Gesundheitssystems, in dem, wie schon gesagt, neben dem Recht auch die Pflicht zur Gesundheit trat, bildeten einen Nährboden für die Durchsetzung eugenischer Ideen. Und Eugenik bzw. Rassenhygiene avancierte dabei über alle Parteigrenzen hinweg zu einer wichtigen Referenz innerhalb des medizinischen naturwissenschaftlichen Spektrums. Besonders sinnfällig wurde dies dann 1927 an der Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin-Dahlem. Heute sind hier übrigens Seminare der Freien Universität Berlin untergebracht und eine Tafel erinnert an die Vorgeschichte dieses Hauses. Der Prozess hatte allerdings auch auf das Hygienemuseum Auswirkungen. Auch darauf hat Frau Radke schon hingewiesen, die seit sich so ab der Mitte der 20er Jahre sich mit diesem Themenfeld beschäftigte. Beispielsweise nutzte das Deutsche Hygienemuseum seine Einnahmen aus der Teilnahme an einer Wiener Hygieneausstellung dazu, um Exponate zum Thema Fortpflanzung, Vererbung und Rassenhygiene herzustellen. Auch die Wanderausstellung des Hauses Der Mensch in gesunden und kranken Tagen enthielt in der 3. Abteilung einen Abschnitt über die Pflege des Erbguts und warnte ihre Besucher, geh nicht blind in die Ehe, lass dich vorher beraten. Ein besonderes Exponat aus der Wanderausstellung ist die Schautafel der Familie Kallikak, die ich jetzt hier ganz kurz vorstellen möchte und die wohl so um 1923 entstand. Denn diese Darstellung der Familie Kallikak ist ein ganz schönes Beispiel für die internationalen Verflechtungen auch dieses eugenischen Diskurses. Sie geht auf die Publikation von Henry Goddard, The Kallikak Family, zurück. Und er war der Leiter der Vineland Training School für Jugendliche mit geistigen Behinderungen in New Jersey. Und 1912 veröffentlichte er eine Studie, in der er die
den Stammbaum der geistig Behinderten Deborah Kallikak bis ins Jahr 1800 zurückverfolgt. Ihr Stammvater Martin Kallikak Senior, hier, zeugte zu diesem Zeitpunkt mit einer namenlosen Schwachsinnigen, Martin Kallikak Junior, hier rechts, der dann wiederum unheimlich viel Nachwuchs hatte, der ebenfalls grundsätzlich in Anführungszeichen schwachsinnig oder schlechte Glieder der Gesellschaft gewesen sei. Später heiratete Kallikak Senior ein angesehenes Mädchen aus gutem Haus und hatte mit ihr nahezu ausschließlich hochwertige Nachkommen. Und Godard arbeitet sich in diesem Text an zeitgenössischen eugenischen Themen wie der Vererbbarkeit körperlicher Anlagen, der differenziellen Fortpflanzung und der Kosten minderwertiger für den Staat ab. Am Ende fordert er die Asylierung und perspektivisch auch die Sterilisierung von Menschen mit geistigen Behinderungen. Und das Buch war schon seit dem Erscheinen ein Bezugspunkt für eugenische Argumentationen und wurde 1914 ins Deutsche übersetzt. Und dieses Schaubild, das wir hier sehen, wandert durch die Ausstellung. Es ist 1926 auf der Gesolei in Düsseldorf, auf die ich gleich noch mal kurz zu sprechen komme, zu sehen. Das Deutsche Hygienemuseum druckte sie in der von ihm herausgegebenen Monographie Grundzüge der Eugenik von Rainer Fetscher ab. Ich habe sie auf ihrer Präsentation, habe ich die Schauftafel gerade gefunden, zur Ausstellung, da ist sie zu sehen. Sie war natürlich in der internationalen Hygieneausstellung von 1930-31 und auch auf der NS-Schau Das Wunder des Lebens und dann der vorgehenden Wanderausstellung war sie zu sehen. Die Schautafel ist deswegen ein ganz schönes Beispiel für die Kontinuitäten zwischen der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus. Auf die Ausstellung Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübung, kurz Gesolei, die 1926 in Düsseldorf stattfand und die zweite wirklich große Gesundheitsausstellung ihrer Zeit war. Dort nahmen dann eugenische und rassenhygienische Positionen noch einen viel größeren Raum ein. Die Eugenik rückte als zweite Hauptgruppe direkt neben den publikumswirksamen Beitrag der Mensch des Hygienemuseums und damit dann wirklich auch ins Herz der Ausstellung. Die Eugeniker hatten hier 700 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die sie mit zahlreichen Schautafeln, Exponaten und Informationsmaterialien bestückten. Und in der Tat erreichte die Rassenhygiene bzw. Eugenik hier auch eine viel größere Aufmerksamkeit. Und besonders hervorheben möchte ich wieder, dass es eben auch in anderen Gruppen eugenische Positionen gab. Im Alkoholismus, in den Geschlechtskrankheiten, in der Tuberkulose und sogar in der Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. Beispielsweise hat Helmut Eckert, Mitarbeiter des angesehenen Oskar-Helene-Heims, einer Einrichtung für Menschen mit Körperbehinderung oder für Jugendliche mit Körperbehinderung in Berlin, in seiner Besprechung der Gesolei zur Rassenhygiene konstatiert, es ist zu wünschen, dass die bisherigen Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet Allgemeingut der Deutschen werden, damit der Raubbau mit dem vorhandenen Erbgut im Volk aufhört. Das heißt, eugenische bzw. rassenhygienische Positionen waren ab den 1920er Jahren in der deutschen Öffentlichkeit etabliert. 1930 gab es dann auf der zweiten internationalen Hygieneausstellung beispielsweise Gruppen wie Menschenkunde, Frau als Gattin und Mutter, Vererbung und Eugenik, gleich drei Ausstellungen, die einen eugenischen Teil hatten. 1931 kam dann noch die Gruppe Bevölkerungspolitik dazu. Und gleichwohl markiert 1933 natürlich einen massiven Bruch. Und nochmal eine Zäsur, die sich dann auch auf das Hygienemuseum und die Hygieneausstellung auswirkte. Ich bin kein besonderer Experte für die Institutionengeschichte dieses Hauses, möchte deswegen nur so ein paar allgemeine Dinge noch sagen. Mit dem 1933 rückte dann die körperliche Verfasstheit der Bevölkerung wirklich in den Mittelpunkt der Politik. Der individuelle Körper und dessen angenommenen biologischen, moralischen sowie rassischen Qualitäten avancierten zum entscheidenden Kriterium über Ein- und Ausschluss des Einzelnen in die neu zu schaffende Volksgemeinschaft. Und die Rassenhygiene wurde zu einer Leitwissenschaft der NS-Gesundheitspolitik. Für die Gesundheitsaufklärung bedeutete dies, dass eugenische Themen sowie die deutsche Rasse nun vollends auch im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten standen. Gleichzeitig griff die NS-Gleichschaltung jedoch auch auf die Institution der Gesundheitsaufklärung zu und da gehörte das Hygienemuseum auf jeden Fall dazu.
so wie ich das sehe, entstand ein Konflikt einfach auch über den Zugriff und die Deutungshoheit im Haus, der dann 1935 mit der Verabschiedung einer neuen Satzung beendet wurde. Und zu diesem Zeitpunkt befanden sich dann zum Beispiel Rudolf Hess, Josef Goebbels oder Wilhelm Frick im Ehrenpräsidium des Hauses. Das heißt, es gab einen Zugriff von den Nationalsozialisten, aber gleichzeitig, das haben Sie ja auch schon gesagt, zu Recht, ging auch das Haus ein Stück weit den Weg mit. Schon 1933 im Jahresbericht werden zum Beispiel sehr prominent die Aktivitäten im Bereich der Erb- und Rassenkunde ausgeführt. Es werden ungefähr 50%, wenn ich mich nicht täusche, der Mitarbeiter entlassen, aus politischen Gründen, aber natürlich auch aufgrund der jüdischen Abstammung. Prominentestes Beispiel, in diesem Raum sitzen wir hier, ist Martha Frenkel, die eine große Karriere hatte, als eine der ersten Frauen im Kaiserreich Medizin studiert hatte und hier als Sekretärin der zweiten internationalen Hygieneausstellung fungierte. Sie wanderte aus, kam in die USA, hatte da aber vielleicht nicht mehr diese großen Karrieremöglichkeiten, wie sie hier hatte. Ein anderes Beispiel ist Bruno Gebhardt, der SPD-Mitglied war und sich weigerte, in die NSDAP einzutreten, der aber gleichzeitig doch die Chance hatte, eine Karriere zu machen, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte. Die Folge von diesen Veränderungen waren weitere Ausstellungen, Filme, Broschüren und weitere Medien zur Propagierung rassenhygienischer Ideen. Diese stellten Volk und Rasse in das Zentrum, forderten die Unterordnung aller Einzelbestrebungen und das große Ziel der Aufwärtsentwicklung unserer Rasse, unseres deutschen Volkes. Die NS-Gesundheitsschauen propagierten dann den Schutz und die Pflege der Erbgesunden, nicht die Behandlung aussichtslos kranker und erblich minderwertiger aus humanitär-individualistischer Motivation. Und das bedeutet gleichzeitig eine intensive Thematisierung präventiver, rassenhygienischer Ideen. Negative Maßnahmen wie Eheverbote und Sterilisierung und so weiter wurden damit aufgewertet. Die Ausstellungen propagierten präventive Eingriffe in das Leben derjenigen, die als minderwertig oder fremdrassig stigmatisiert waren. Sie legitimierten ein repressives Vorgehen gegen Menschen, die nicht ihrer, ich zitiere, Verpflichtung, sich selbst gesund zu erhalten, nachkamen. Hervorheben möchte ich in diesem Kontext nur noch drei Expositionen, die sich als Ausstellungstrilogie verstehen lassen. Die Schau Deutsches Volk, Deutsche Arbeit von 1934, Das Wunder des Lebens von 1935 und die Schau Deutschland von 1936. Dieses Bild kennen wir schon, es ist von der Wunder des Lebens nochmal der gläserne Mensch zu sehen. Alle drei Ausstellungen wurden in Berlin in den Messehallen gezeigt. Alle drei wurden inhaltlich im Bereich der Gesundheitsaufklärung vom Hygienemuseum erarbeitet. Und bei allen dreien wirkte der schon genannte Bruno Gebhardt als Kurator. Und sie alle enthielten in unterschiedlichem Umfang rassenhygienische, rassistische, antisemitische Inhalte und waren sehr erfolgreich. Unter anderem auch, weil die Ausstellungen sehr attraktiv gestaltet waren. Teilweise arbeiteten Bauhauskünstler wie Herbert Bayer mit, der diesen wirklich beeindruckenden Katalog gestaltet hat, der auch in der Rassismusausstellung zu sehen ist. Darüber hinaus hatten zumindest die Ausstellung Das Wunder des Lebens und die Deutsches Volk, Deutsche Arbeit ein Nachleben. Der rassenhygienische Teil oder zumindest der gesundheitsaufklärende Teil der Wunder des Lebens wurde in eine Wanderausstellung umgewandelt und reiste sowohl durch das Deutsche Reich als auch durch Europa. Ich habe nur ein Bild nochmal des gläsernen Menschen dabei, zum Beispiel in die Niederlande, komplett übersetzt, auf Anfrage und eingekauft durch die Zeitschrift Het Leven. Der vom Deutschen Hygienemuseum erarbeitete eugenische Teil der Deutsches Volk, Deutsche Arbeit wurde im Ausland auch sehr positiv rezipiert und reiste auf Einladung der American Public Health Association und unter erheblicher finanzieller Beteiligung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda unter dem Titel Eugenics in New Germany von 3. bis 6. September 1935, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nach Pasadena und wurde dort dann gezeigt. Mit den identischen Tafeln in Berlin, bereinigt durch den antisemitischen Teil und diesen rassenkundlichen Teil. Die Schau tourte anschließend durch die USA und wurde schließlich dauerhaft vom Museum of Science in Buffalo übernommen. Und begleitet wurde sie von Bruno Gebhardt. Das ermöglichte ihm dann später eine Karriere in den USA, die ihn dann zum ersten Direktor
des ersten permanenten amerikanischen Gesundheitsmuseums in Cleveland, Ohio machte, das er aufbaute nach dem Vorbild von Dresden. Das brachte für das Dresdner Haus durchaus auch ökonomische Vorteile und es ist ganz frappierend, wie zum Teil das Ausstellungsmaterial übernommen wurde. Links sehen wir eine Ausstellung in den USA und wenn man sich diesen Teil ansieht, das ist quasi 1:1 das, was man hier auf der Wunder des Lebens gesehen hat. Gleichwohl gelangte im Deutschen Reich die Ausstellung oder die Geschichte dieser großen Ausstellung, mit denen ich mich sehr stark beschäftigt hatte, an ihr Ende. Die letzte große Ausstellung in Berlin war die Schau Gesundes Leben, Frohes Schaffen mit ihrer Halle der Selbsterkenntnis, in der sich Besucherinnen und Besucher selbst vermessen und auf ihren Gesundheitszustand überprüfen konnten. Sie stellten dann als letztes Mal als die deutsche Rasse als große biologische Schicksalsgemeinschaft in den Mittelpunkt. Aber sie erreichte nicht mehr diese Aufmerksamkeit wie die früheren Ausstellungen. 1939 wurde dann in Berlin die Messehalle aufgrund des Zweiten Weltkriegs geschlossen. Das Hygienemuseum blieb natürlich weiter aktiv, das haben wir schon gehört, und veranstaltete zahlreiche Wanderausstellungen im Deutschen Reich und Europa. Ich komme damit jetzt zum Schluss. Ich habe versucht, eine ganz kurze Geschichte der rassenhygienischen bzw. eugenischen Ausstellungen des Deutschen Hygienemuseums und noch anderer Akteure, das darf man nicht vergessen, die waren eben auch damit beteiligt, darzustellen. Eine Geschichte, die aus meiner Sicht durch frappierende Kontinuitäten gezeichnet ist. Ulrich Herbert hat mal gesagt, im Nationalsozialismus, da geht es gar nicht darum, dass da viele neue Ideen entwickelt wurden. Das Neue ist das Drängen auf Lösungen, so makaber das klingt. Dabei ist mir der Aspekt besonders wichtig, dass sowohl die Rassenhygiene als auch die Eugenik eben das Verhältnis von Individuum und Kollektiv, von Inklusion zu Exklusion, von Ein- und Ausschluss verhandelt und neu bestimmt. Und deswegen tue ich mir auch so schwer, zwischen diesen beiden Phänomenen, die in der Forschung manchmal stärker getrennt wird, zu unterscheiden. Der Blick auf den Körper, wie er eben zum Beispiel in den Gesundheitsaufklärungen innewohnte, produziert Ungleichheit und stellt grundsätzlich die Frage danach, wie das Verhältnis zwischen individuellen Rechten und den Anforderungen der Gesellschaft ausgestaltet werden soll. Und deswegen war die hygienische Gesundheitsaufklärung aus meiner Sicht von Anfang an auch offen für rassenhygienische Themen. Und es geht letztlich um die Frage, welche Rechte der Einzelne hat und wie die Gesellschaft mit Anormalität in Anführungszeichen umgehen will. Und das ist aber nicht nur eine historische zu beantwortende Frage. Vor allem eben der Umgang mit den Menschen, die den sozialen, den ästhetischen, den moralischen oder eben auch den körperlichen Normen der Zeit nicht entsprechen. Der Umgang entscheidet eigentlich den Charakter einer Epoche oder einer Zeit. Und insofern, finde ich, ist dieser Themenabend zwar ein historischer, aber auch ein ganz aktueller. Vielen Dank. Bis zu unserer kleinen Pause, Erfrischungspause, noch ein paar Minuten für Ihre Nachfragen. Vielleicht auch in Anblick der Zeit wende ich mich erstmal an Sie, bevor ich die Fragen, die mir auf der Seele brennen, vielleicht auch noch stellen kann. Ja, zunächst an Sie. Haben Sie Fragen an Sebastian Weinert oder auch an Julia Radke, die also den ersten Teil des Abends bestritten haben? Ans Mikrofon, das wäre gut für. Ja. Also mir fiel, also erstmal ist es ganz toll, dass dieses Thema so von vielen Seiten bearbeitet wird und man natürlich die Komplexität bei jedem Wort spürt. Mir fiel zum Beispiel auf dieses Kallikak, die Familie Kallikak. Die hat wohl aber nichts damit zu tun, dass es schon 1858 von Moritz Schreber dieses Buch über die Kallipädie gegeben hat, was ja eine ganz alte Wurzel von diesem Gedanken, den Menschen als schön und gesund zu erziehen, gegeben hat, ist dann aufgegriffen worden von Gielmann. Er hat also auch über Kallipädie geschrieben, aber dass das so ein ähnlicher Name ist, das also war mir aufgefallen. Hat das einen Zusammenhang? Hört man? Ja. Der Zusammenhang ist, glaube ich, einfach die Sprache.
wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sind das zwei griechische Silben. Kali ist entweder gut oder schlecht und dann ist Kalikak das Umgekehrte. Ne? Also Godard hat einfach versucht, einmal das Gute und das Schlechte in einen Namen zu packen. Dadurch kommt dieser Name zustande. Insofern gibt es keine unmittelbare Geschichte von oder keine unmittelbare Kontinuität von der Kallipädie zu dieser Familie. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, das, was wir hier referieren, hat alles eine Vorgeschichte und nichts fällt plötzlich vom Himmel. Und ganz viele Ideen, die dann um 1900 popularisiert, umgesetzt, in die Öffentlichkeit getragen wird, es hat eine Vorgeschichte und auch da kann man immer noch mal ein bisschen nach hinten gehen und fragen, wie kommen wir eigentlich auf solche Ideen? Gerade die Eugenik und Rassenhygiene ist ja nicht um 1900 einfach da gewesen, klar. Weitere Fragen von Ihnen? Sie können dann gern auch schon mal aufstehen, wenn doch jemand noch eine Frage einstellt, sonst würde ich Ihnen beiden eine Frage stellen wollen. Sie haben ja gerade in Ihrem Vortrag, Herr Weinert, sehr stark herausgearbeitet, die Kontinuitäten, also schon 1911 finden sich eugenische und rassenhygienische Diskurse in der internationalen Hygieneausstellung, das wird dann quantitativ eigentlich mehr, es wird immer populärer, jetzt ist sozusagen das Argument, dass es sich hier um eine kontinuierliche Entwicklung handelt, sehr stark geworden, was ich mich gefragt habe, gab es in den frühen Ausstellungen, auch durchaus bis in die 30er Jahre hinein, auch so gegenläufige Diskurse, die sich dargestellt haben? Vielleicht auch in Bezug auf die Objekte, also gab es andere Lesarten beispielsweise des gläsernen Menschen als die sozusagen das Perfekte und Schöne betont hat. Ja, an Sie beide. Gerne. Klar, also ich habe jetzt die Kontinuität sehr stark betont, weil wir machen ein Thema zum Rassismus und dann hat es irgendwie Sinn, so die Kontinuitäten zu betonen. Man kann auch nochmal ganz andere Dinge betonen, man kann viel stärker betonen die Offenheit, man kann Gegenstimmen betonen. Es ist auch nicht so, dass das Ausland zum Beispiel die NS-Ausstellung grundsätzlich frenetisch gefeiert hätten. Es gab auch sehr kritische Stimmen. Wenn wir über diese Gesundheitsausstellung reden, das ist nur so eine typisch halbe Antwort auf die Frage, dann reden wir aus meiner Sicht über ein sehr offenes Feld und gerade diese ganz großen Ausstellungen, da finden sich unheimlich viele gegenläufige Tendenzen. Sowohl wenn wir das Thema Eugenik, Rassenhygiene angucken, als auch auf dem Thema, wenn wir uns um andere Themen kümmern. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Gesolei nehmen. Ich habe zu Hause auf meinem Schreibtisch ein Objekt stehen, das ich mir gekauft habe, weil ich es so toll finde. Wir haben es mit einer Gesundheitsausstellung zu tun. Was hat die Ausstellung dort verkauft? Zigarren. Und also da ist gleichzeitig der Anti-Tabak-Bewegung ist auf der Ausstellung und gleichzeitig verkauft diese Ausstellung selbst Zigarren und produziert die. Das heißt, diese Beidseitigkeit und diese Gleichzeitigkeit, diese Ambivalenz ist immer greifbar und in den 1911ern, also im Kaiserreich und Weimarer Republik, ist sie natürlich viel stärker als im Nationalsozialismus. Im Nationalsozialismus werden dann diese Offenheiten viel stärker abgebrochen. Noch eine, ich schaue mal auf die Uhr, aber ich denke, eine Minute bleibt uns noch für eine weitere Publikumsfrage von Ihrer Seite. Dann nutze ich die Gelegenheit weiterhin. Ich habe mir vorhin aufgeschrieben bei Julia Ratzke, sie sagte also gerade beim gläsernen Menschen, worum ging es eigentlich? Es ging darum, Gesundheit, Schönheit und Leistungsfähigkeit ein Stück weit auch zu feiern. Und ich war mir dann nicht so ganz sicher, ist das nicht eine Diagnose, die wir in die heutige Zeit mitnehmen können, ist es, wo unterscheiden sich sozusagen gegenwärtige Körperdiskurse an der Stelle von dem, was wir seit den 1910er Jahren bis in die 30er Jahre da beobachten können? Also ich glaube, man sieht sozusagen, das stimmt, das ist auffällig, wenn man sich mit dem Thema der Gesundheitsaufklärung beschäftigt im 20. Jahrhundert, dass man Linien ziehen kann, die ins bis ins heute führen. Die Frage ist halt, wie weit man es eigentlich treiben will und wie stark man diese Kontinuitäten betont. Also wenn man den gläsernen Menschen zum Beispiel nimmt, dann hat er ja auch eine große Karriere in der DDR gemacht. In ganz anderen Kontexten, mit ganz anderen Zielsetzungen, auch was seine Präsentation anbelangt. Und man kann natürlich nicht sozusagen auch diese Gesundheitspolitik
unbedingt so subsumieren, wie ich das jetzt gerade in meinem Vortrag für die Zeit des NS getan habe. Das heißt, wenn man zu sehr auf eine Kontinuität hier geht, glaube ich, verliert man auch das Gefühl für Nuancen und für Unterschiede, die durchaus sozusagen in diesen Zeiträumen vorhanden sind. Insofern kann es ein Vorteil sein, sozusagen diese Linie einmal zu ziehen, auch wenn man durch dieses Haus geht, wenn man unsere Dauerausstellung anguckt, wenn man sich auch die Ausstellung Rassismus anguckt und das im Kopf zu haben. Sie kann aber auch den Blick verstellen für andere historische Realitäten. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen, auch wenn ich damit quasi meinen eigenen Vortrag ein bisschen angreife, aber Erkenntnis entsteht ja nicht aus Konsens, deswegen ist es auch manchmal gut, das zuzuspitzen, was man sagen möchte. Ich glaube auch, es gibt Kontinuitäten, aber es gibt auch unheimlich viele Offenheiten und man muss auch immer aufpassen, nur weil ein Objekt 1911 benutzt wurde, dann hat das heute eine ganz andere Aussage. Kann eine ganz andere Aussage haben, muss nicht zwingen. Und insofern würde ich Ihnen da völlig recht geben. Heute würde ich sagen, es gibt Kontinuitäten, aber wir haben ganz viele andere Facetten, ganz viele andere Vorstellungen von Schönheit zum Beispiel. Und die sieht man auch täglich, wenn man drauf achtet. Ja, vielen Dank. Das vielleicht so als erster kleiner Ankerpunkt auch für die Debatten um die Frage auch gegenwärtiger Diskurse und Debatten, die wir mitnehmen können, auch in die Erfrischungspause, die jetzt vor uns liegt. Sie finden also draußen, und dazu laden wir Sie herzlich ein Getränk und auch einen kleinen Snack. Und wir würden uns dann freuen, Sie ja in 15 Minuten, ich glaube, es ist etwas später als, genau, wenn wir uns 19.20 Uhr, also hier, Sie hören mich dann auch, ich lade Sie wieder nach vorne ein, hier wieder treffen können für den zweiten Teil. Mein Dank geht zunächst an Julia Radtke und an Sebastian Weinert dafür, dass Sie den ersten Teil so spannend gestaltet haben. Vielen Dank an Sie beide und bis nachher.